Servus Freunde, heute gibt es das zweite Video Double Upload, falls ihr das erste verpasst habt. Wir haben heute eine Team of Three Prediction hochgeladen und das ist ein sehr ernstes Video. Zum einen erkläre ich euch, wie funktioniert die Weekend League, Division Rivals und alles drum dran, alles was man beachten muss. Ich wollte dieses Video schon viel früher machen, nur ich hatte keine einzige Sekunde gefühlt Zeit, um mich damit zu befassen, weil ich die ganzen Packs darunter ballern musste wegen dem Event und alles drum und dran. Ich denke aber zeitlich sind wir eigentlich ganz gut dabei, weil heute ist der 4.10. und am Freitag steht die erste Weekend League an. Und nicht zu vergessen Leute, lasst eine Bewertung da, das supportet den Kanal und generell hoffe ich, dass es so viele Leute wie möglich sehen und ich werde dieses Video oder besser gesagt meine Meinung auch EA schicken, weil mir das ganz, ganz am Herzen liegt und ihr werdet vielleicht alles wissen, was ich meine und ja, bin gespannt, wie ihr das so seht. Pass auf, erstmal vorab, wir müssen es irgendwie chronologisch sortieren. Ich will euch zuallererst für Champions erklären, wie funktioniert der ganze Hase. Erstmal, wie könnt ihr euch qualifizieren? Ich habe es by the way schon getan, zum Glück. Ihr müsst erstmal Division Rivals spielen. Und das ist gar nicht, wie habe ich gerade Rivals ausgesprochen? Das ist gar nicht so einfach, weil ihr müsst 1500 Punkte sammeln, damit ihr die dann hier einlösen könnt und dann seid ihr qualifiziert für Champions. Und um diese 1500 Punkte zu erreichen, kommt es natürlich darauf an, in welcher Liga seid ihr bei Rivals, in welcher Division. Je höher ihr seid, desto mehr Punkte bekommt ihr pro Sieg. Aber ich kann es euch so sagen, das dauert einige Stunden. Das bedeutet generell, von Woche zu Woche müssen wir wieder diese Punkte sammeln. Allerdings gibt es natürlich auch für Champions Punkte, die man sammelt, als Rewards, um sich dann für die nächste Woche wieder zu qualifizieren. Versteht ihr, was ich meine? Aber man qualifiziert sich nicht so wie letztes Jahr direkt für die nächste WL und muss einfach gar nichts mehr schwitzen. Das war, glaube ich, ab Silber 1 immer. Hast du so viele Siege bei For Champions gesammelt, bis du einfach dich gar nicht mehr qualifizieren musstest. Das ist jetzt aber anders. Du sammelst Punkte, um dich für die Playoffs zu qualifizieren. Sprich, du musst danach nochmal in 9 Partien gehen und davon eben 5 gewinnen. Und das ist echt nicht einfach, Leute. 5 von 9 Spielen musst du gewinnen, um wieder dabei zu sein. Egal, ob du Elite holst, egal, ob du... Elite gibt es übrigens nicht mehr, das bekommen wir gleich. Aber genau, es ist komplett egal, welchen Rang du dann in der Weekend League erreichst. Du musst wieder antreten und dich qualifizieren. Ihr bekommt natürlich auch hier bei Division Rivals Rewards, nicht zu vergessen. Wir gehen mal auf die Bonis, die ich bekomme. 500 von Champions Punkte. Sprich, jetzt müsste ich nur noch 1000 erspielen, um wieder bei den Playoffs dabei zu sein. Das heißt, das sollte eigentlich ein Selbstläufer sein, weil ich werde wieder die Weekend League spielen und dann bin ich eigentlich automatisch wieder für die Playoffs qualifiziert. Wir reden aber gleich nochmal speziell über die Playoffs, was da alles passieren kann. Diese For Champions Qualifikationspunkte, die können auch mal ganz schnell weg sein. Das ist das Problem. Aber das ist schon mal eine coole Sache. Wir bekommen natürlich auch für Rivals Rewards. Ich bekomme eine 50k Pack, Prime Electrum Spieler Pack und 12.000 Coins. Weil ich in Division 3 bin, glaube ich. Ihr seht es hier. Und ja, da halt rumtanze. Ich würde mal aus Interesse gerne wissen, was hätte ich hier bei Division 5 bekommen. Okay, dann bekomme ich halt auch ein 50k Pack und dafür nur 11.000 Münzen. Das heißt, der Unterschied ist jetzt nicht so immens groß. Ihr bekommt aber hier nur 200 For Champions Qualifikationspunkte. Sprich, da ist es dann auch nicht automatisch, dass ihr dann alles sammelt und gut ist und ihr müsst nichts mehr in Rivals grinden. Hier bekommt ihr nur 80 Punkte in Division 8. Okay, also es wird schon ziemlich hart sein. Man muss versuchen, sich wirklich recht schnell hochzukämpfen. Man merkt schon, in welche Richtung das geht. Nicht jedermanns Sache. Wir werden gleich nochmal richtig Real Talk dazu führen. Dann reden wir, Leute, über Playoffs. Ihr seht, hier links oben steht Champions Playoffs Vorschau. Das ist der nächste Schritt. Nachdem wir bei Rivals unsere Punkte gesammelt haben, lösen wir die 1500 Punkte ein und qualifizieren uns für die Playoffs. Was bekommt man hier wieder? Rewards. Das ist wieder cool. Das heißt, es gibt nicht nur für Rivals Rewards, sondern auch noch für die Quali Rewards. Das ist schon mal nice. Ich habe beispielsweise Rang 2 erreicht, mich gerade so quasi dann qualifiziert, 24 von 24 Punkte gesammelt. Ich hatte 5 Siege und 4 Niederlagen. Und für jede Niederlage bekommst du aber auch noch einen Punkt. Unten links steht es. Und aus diesem Grund braucht man eben in Anführungszeichen nur 5 Siege von 9 zu gewinnen. Und das ist so schwer. Dieser Modus, Leute. Da schwitzen die Spieler um ihre Mutters Ehre. Ihr wisst, was ich meine. Das ist wirklich geil. Das ist ganz wild. Das ist verrückt. So, das habt ihr nicht gesehen. Natürlich gibt es Leute, die da ganz entspannt durchsteppen. Gestern beispielsweise Steini dadurch getanzt, ohne Probleme. Gamer Brother auch. 4:1. Aber dann Tizi Schubicht beispielsweise. Es sind keine schlechten FIFA-Spieler. Die haben gechoked in der ersten Runde. Und das wäre mir beinahe auch fast passiert. Um euch kurz die Reward zu zeigen, ich bekomme nochmal 2 Premium-Goldspieler-Packs, ein Goldspieler-Pack und ja, ich habe die Finals-Qualifikation. Geil. Das heißt, ich bin offiziell dann qualifiziert für die WL. Was hätte ich hier bekommen? Goldspieler-Pack, Premium-Goldspieler-Pack. Also man bekommt so oder so fürs Mitmachen ein paar coole Sachen. Und hätte ich jetzt Rang 1 erreicht, dann würde ich ein Mega-Pack bekommen. Also es wird immer besser, immer besser. Das ist ja wurscht. Da musst du übrigens 8 Spiele gewinnen, um diese Packs zu erhalten. 8 von 9. Und da spielst du auch teilweise gegen richtige Bretter. Und die schwitzen mehr als, ihr wisst schon was. Was passiert jetzt, Freunde, wenn ihr choked, okay? Ihr habt es nicht geschafft, 5 der 9 Spiele zu gewinnen. Dann seid ihr wortwörtlich am Arsch. Und ich meine es komplett ernst. Die Jungs von Teezy, ich habe gestern beim Stream zugeschaut, denn ist es passiert. Es kann jedem von uns passieren, Leute. Es ist nicht einfach, okay? Und dann kommt es hart auf hart.
Du hast nur noch 0 Punkte für die Qualifikation. Das heißt, du musst wieder in Rivals rein. Das ist wie nachsitzen, haben auch die Jungs gesagt. Das stimmt 100%. Du gehst in den Rivals rein und musst einfach alles nochmal nachholen. 1500 Punkte erschwitzen. Und stell dich mal vor, ein Casual-Spieler ist in Division 8, 7, 6, 9. Tut sich so oder so schwer mit dem Spiel. Hat es aber geschafft, irgendwie die Punkte zu sammeln. Und dann geht er da rein, wird vermöbelt. EA Sports Vancouver Kanada, denkt er dieser, hat nochmal die Motivation, das nochmal zu erspielen. Vertraut mir, wenn Tizi Schubeck Casual-Spieler wären und nicht irgendwie streamen würden, die hätten wahrscheinlich gesagt, komm, scheiß drauf, mach ich da nächste Woche irgendwann. Weil man muss dann ungefähr nochmal 5-6 Stunden investieren, je nachdem, wo man halt in welcher Division man ist, um da sich wieder zu qualifizieren, um nochmal in die Playoffs zu gehen. Und stell mal vor, dann rutscht man nochmal aus. Erstmal überhaupt vorab, was für einen Druck hat man da, wenn man es einmal verkackt hat, dann muss man nochmal reingehen und denkt man sich so, ja gut, jetzt ist die Scheiße am Dampfen. Und das generell alles zusammen, das ist für ein Videospiel wieder viel zu competitive dafür, dass ja die Weekend League jetzt dieses Jahr ja eigentlich mehr für die Casual ist. Weil die Top 200 ist in Division Rivals. Warum gönnt man dann nicht jeden Casual-Spieler da draußen, der Lust hat auf dieses coole Spiel, Weekend League zu spielen? Warum EA hat jeder eine maximale Antrittsnummer oder wie man das sagt? Also man ist limitiert, Leute, pro Saison, wie oft man antreten kann bei den Playoffs, okay? Wenn man einmal die Sachen verspielt hat, da hat man statt 7 Antrittsmöglichkeiten nur noch 6. Und eine Saison geht 6 Wochen, das heißt 6 Weekend Leagues. Sollte man also zweimal gechoked haben bei den Playoffs, und das kann jedem passieren, Leute, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, außer ihr seid E-Sportler, dann kann diese Person nur noch 5 der nächsten 6 Weekend Leagues spielen. Und meiner Meinung nach ist das ein absolutes No-Go, weil jeder FIFA-Spieler sollte zumindest mal die Chance haben, ein bisschen zu grinden, ein bisschen Weekend League zu spielen. Und das soll nicht nur für die Gold 1-Elite-Spieler gedacht sein. Das, ich finde es wirklich absolut absurd, Leute. Und jetzt seid ihr gefragt. Lasst mir doch bitte eure Meinung da. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht. Das haben ungefähr 40.000 bis 50.000 Leute gesehen. Und davon haben 80% abgestimmt, dass es zu schwer ist. Dann gab es noch 20%, die richtig auf cool machen und sagen, nee, easy. Davon könnt ihr ein paar runterbrechen, weil die halt nicht wirklich real sind, sozusagen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist Wahnsinn. Rechnet es mal runter. 80% von 40.000, 50.000, das sind knapp. Das ist unglaublich. Und das ist der Großteil der Community, auf die quasi einfach so, bam, ihr wisst was. By the way, ihr könnt sehen, Saison 1, links unten seht ihr es bei Trent Alexander-Arnold, 37 Tage. Das sind, wie gesagt, diese 6 Wochen knapp. Und wir haben jetzt noch 6 übrige Champions-Teilnahmen. Sprich, ich darf auch nur einmal choken, um bei jeder Weekend dabei zu sein. Was ich euch jetzt noch zeigen will, sind aber die Weekend Rewards. Und die sind dafür aber sehr, sehr krass. Ihr müsst nur 8 Spiele der 12 gewinnen. Und dann bekommt ihr schon ein Premium Team of the Week Pack plus 35.000 Münzen plus ein 100k Pack und zweimal ein Weekend League Player Pick. Und by the way, die Player Picks, die seht ihr jetzt bei meiner Team of the Week Prediction, die dort dann nämlich potenziell am Start sein können. Das bedeutet, direkt wenn ihr fertig seid mit der Weekend League, egal ob Freitag, Samstag oder Sonntag, dann bekommt ihr direkt eure Rewards. Wir müssen also nicht mehr warten und schauen, okay, was kommt im Team of the Week, soll ich das Pack aufmachen, sondern ihr seht direkt, wofür ihr spielt. Ob das jetzt so rum besser ist oder so, das ist, glaube ich, relativ egal. Also mir ist es komplett egal. Da muss man also sagen, man muss nicht viele Spiele holen. Aber Leute, was wir nicht vergessen dürfen. Hier brauchen wir übrigens 32 Punkte. Wir bekommen übrigens auch pro Niederlage einen Punkt. Sprich, wenn ihr 10 Spiele verliert, habt ihr 10 Punkte. Okay, das nicht vergessen. Und hier gibt es zweimal, das ist quasi so Gold 1, würde ich jetzt sagen. Prime Gold Spieler Pack. Wobei, nee, da fehlen die 100k Packs. Nicht ganz Gold 1. Aber das ist Rang 4 und man bekommt 2 Player Picks und ihr seht ja alles. By the way, übrigens wieder 1000 Qualifikationspunkte. Sprich, für die Playoffs kann man sich immer wieder qualifizieren, aber nicht automatisch für die WL. Und jetzt muss ich einfach mal eins sagen. EA Sports Vancouver, Kanada. Ich denke, dass ein Großteil der Community das absolut nicht feiern wird. Die E-Sportler haben ihre Top 200 Ränge in Division Rivals. Das ist alles gut. Sprich, lass die E-Sportler dort spielen, wo sie hingehören. Und zwar gegen sich selber zu zocken, weil sie so gut sind. Und weil, vertraut mir, ein Casual-Spieler macht es nicht Spaß, von E-Sportlern vermöbelt zu werden. Alles gut. E-Sportler können aber allerdings auch natürlich hier mitspielen. Und das werden sie auch. Sprich, man wird denen hier 100% begegnen. Dieser Spielmodus, das wird, glaube ich, das Tryhardigste, das wird so krank, Leute, weil ihr müsst euch vorstellen, jeder Gegner ist potenziell mindestens Gold 1 Spieler im Endeffekt oder, würde ich sagen, Elite Spieler, Elite 2, Elite 3, Elite 1 vom letzten Jahr. Womit man das ungefähr vergleichen kann. Sprich, das wird so sweaty sein. Ihr werdet Creator sehen, die teilweise 5 zu 10 stehen und sich denken, ja gut, war eine gute WL. Versteht ihr, was ich meine? Das wird echt hart. Und dementsprechend gab es ja dieses Jahr die Neuerung, 20 Spiele statt 30. Und man denkt auf den ersten Blick, ja gut, das ist jetzt nicer. Finde ich im Endeffekt auch viel geiler, weil man muss weniger Zeit aufwenden für die WL. Allerdings darf man nicht vergessen, addier noch dann die 9 Spiele für die Qualifikation dazu und dann bist du wieder bei deinen 29 und es hat sich im Endeffekt nichts geändert, außer, dass du unter der Woche noch ein bisschen mehr spielen musst. Sprich, Familienväter,
die vielleicht unter der Woche nicht so viel Zeit haben. Scheißegal, brauchen wir nicht. 30 Spieler in der Weekend League machen wir nicht. Ja, im Endeffekt machen wir es doch. Und auf die Casual durchschnittlichen Spieler, ja, die treten wir in die Mülltonne. Was sollen die jetzt spielen? Es gibt keinen Modus, der nicht competitive ist im Endeffekt, finde ich. Rivals, absolut competitive. Du spielst die ganze Zeit gegen gleich gute Spieler. Pokal gibt es nicht mehr wie damals, so ein Goldpokal. Einfach auf lustig ein paar Fun-Teams spielen. Und vor Champions müssen wir nicht drüber reden. Das ist der wohl verschwitzteste Modus seit der Erfindung des schnittigen Schnittbrots. Liebe Grüße an Allotrix. Und das Schlimmste ist, solltest du die Quali nicht schaffen, das finde ich so krass. Das ist dann so, als würdest du wirklich in der Schule sitzen und nochmal 5 Stunden nachsitzen, wo alle schon zu Hause sind, Playstation spielen und du machst irgendwelche Matheaufgaben. Und genauso ist es hier. Du wirst wirklich regelrecht dafür bestraft. By the way, was ich in Rivals gesehen habe, in der Top 200, da können die Top 100 Spieler oder Top 200 Spieler immer sehen, gegen wen spielen die gerade. Deswegen quitten oft auch ganz viele, wenn sie gegen Umu zum Beispiel antreten, habe ich beobachten können. Und das ist dann wieder irgendwo auch Wettbewerbsverzerrung, wenn alle Angst haben, gegen Umu zu spielen und dann nur gegen Paleri spielen sozusagen. Also ihr wisst, wie ich es meine. Finde ich auch Quatsch mit Soße für den Competitive-Modus. Und wenn man es vergleicht zu letzten Jahr, wir haben 30 Spiele gespielt, dafür waren immer, und ich schwöre es euch, es war wirklich so, die ersten 10 Spiele absolut einfach. Da stand ich zu 90%, würde ich sagen, 9-1. Zu 40-50% stand ich 10-0 in den ersten 10 Partien. Sprich, ich habe mich Freitag hingesetzt und ich hatte meinen absoluten Spaß in der WL. Und dann wusste ich, ja gut, Samstag, Sonntag wird ein bisschen Bauchschmerzen. Was passiert jetzt? Ja, 20 Spiele. Und dafür werden aber alle absolut verschwitzt sein. Plus die 9 Spiele sind so oder so verschwitzt, die Qualifikation halt. Wisst ihr selber. Es gibt keine Elite. Ich zeige euch mal kurz die besten Rewards, die man holen kann. Das sind 3 Player Picks. Ein ultimatives Pack, 125k Pack, 2x Team of the Week Pack. Ihr bekommt eure For Champions Qualifikationspunkte, könnt ihr direkt wieder qualifizieren. Und wir haben hier 105.000 Münzen. Das bekommen quasi nur die E-Sportler. Da muss man, wenn man das jetzt hochrechnet, 16 Spiele, ich habe es mir kurz ausgerechnet, von 20 gewinnen. Dann habt ihr 64 Punkte plus 4 Niederlagen, habt ihr 68 Punkte. Es wird hart, aber definitiv für die richtig, richtig guten Spieler machbar. Und ja. Das ist also alles dazu. Ich will noch kurz über die Folgen reden, damit das vielleicht EA versteht oder so. Was passiert, Leute, wenn die Leute sich nicht qualifizieren können? Was passiert generell gerade auch mit dem Markt, mit Metaspielern? Die Leute sind gefühlt gerade zu faul oder besser gesagt, die sind nicht dran bemüht, sich Teams zu bauen, weil die Weekend League ist nicht für jedermann. Und wisst ihr, was dann passieren wird nach und nach? Wenn die Leute merken, ja gut, für die Weekend League kann ich mich nicht qualifizieren. Das heißt, ich habe nicht mal Chance auf rote Player Picks. Wisst ihr, wie unfair das ist, EA? Ich persönlich werde mich wahrscheinlich schon für jede Weekend League qualifizieren. Also denkt nicht dran, dass ich gerade irgendwie so ein kleiner Dulli bin, der rumheult, weil er nicht seinen Content machen kann. 100%. Ich bin nicht abhängig von der Weekend League bei meinem Content. Und ich bin auch in Anführungszeichen ohne, Digga, ich bin nur komplett abgehoben, vor allem nicht im FIFA, Digga, das war's komplett. Aber ich bin nicht abgehoben und kann sagen, ich werde mich wahrscheinlich jedes Mal qualifizieren, vielleicht schaffe ich es einmal nicht. Aber trotzdem versetze ich mich in die Lage von ganz, ganz vielen anderen Menschen und ich denke mir einfach nur so, wow, das ist nicht gut, Mann. Und vor allem ist das Schlimmste, viele dieser Spieler, die so ganz normal einfach mal Just for Fun FIFA spielen wollen, die werden sich nicht qualifizieren können, weil Just for Fun bringt dir nichts mehr dann. Das ist Real Talk so, das klingt jetzt dumm, ja, aber es ist echt so. Und das größte Problem ist, diese Spieler werden abspringen irgendwann. Das heißt, die werden aufhören FIFA zu spielen und dann werdet ihr sehen, dass zum Beispiel auch die Aufrufe vielleicht bei YouTubern weniger werden, aber auch generell bei EA werden weniger Leute generell einfach FIFA 22 in die CD legen oder in die PlayStation legen, ihr wisst, was ich meine, und ja, sich das Spiel gönnen. Das ist das größte Problem, deswegen hoffe ich, und ich bitte EA wirklich, meine Community ist auch gefragt, Leute, ihr da draußen, gebt Feedback, lasst einen Daumen da oder lasst vielleicht ein Dislike da, wenn ihr es nicht so seht, aber wir sind gefragt und ich hoffe, dass sie das patchen und dass sie das ändern. Jeder soll ohne eine limitierte Anzahl Weekly spielen können. Das ist mir sehr, sehr wichtig, Mann. Das ist erstens für den Markt wichtig, zweitens für FIFA selber sollte das eigentlich wichtig sein und drittens, ich will nicht gegen jeden verschwitzten Spieler spielen und ich will nicht, dass ab der 30. Minute, wenn sie 1-0 führen, den Ball nur hinten rumspielen, weil sie coole Rewards bekommen und weil sie nur gegen Schwitzer spielen. Das ist in meinen Augen dann nicht der Sinn dahinter. Und warum sollte ein Gold-2-Spieler, Gold-3-Spieler nicht rote Playerpicks bekommen? Ey? Versteht ihr, was ich meine? Nur, um das mal ungefähr so zu vergleichen. Das ist meine Meinung dazu, ein kleiner Real Talk. Bin gespannt auf euch. Ich hoffe, ich konnte euch generell so alles ein bisschen gut verstehen. Wichtig für euch zu wissen ist, ihr seid nicht immer automatisch qualifiziert. Ihr müsst immer selber antreten. Die Rewards habt ihr gesehen. Die sind ähnlich wie letztes Jahr. Sehr, sehr gut auch teilweise. Und ja, Mann, das war meine Meinung dazu. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Freunde. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Haut rein, euer Tabak und ciao.